Finanzminister Lindner fordert Abschaffung oder Rückgängigmachung, Bürgergelderhöhung, die soll nach seinem Willen gekappt werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Christian Lindner, Bundesfinanzminister, Minister in der Ampelregierung, stellt sich offen gegen die SPD und die Grünen. Ein absoluter Affront. Er hat seinen Sparplan vorgelegt und der geht auf die Kosten, das kann ich ihm wirklich so sagen, der Ärmsten. Denn er sieht Forderungen beim Existenzminimum vor, das durch das Bürgergeld gewährleistet wird. Lindner sagt selbst zum Haushalt 2024, wir werden uns mit drei großen Kostenblöcken beschäftigen müssen. Seine Partei geht sozusagen mit AfD und Teilen der Union auf das Bürgergeld drauf und auf andere Sozialleistungen. Und bei den Ärmsten soll sozusagen wieder einmal gekürzt werden. Und also nicht nur bei den Ärmsten, sondern es gibt auch bestimmte Förderprogramme und internationale Finanzhilfen, die auch mit von der Kürzung betroffen sein werden. Aber letzten Endes ist das ganz große, dicke Paket sozusagen, dass die Erhöhung des Bürgergelds, natürlich auch noch die Aktienrente, die hier auch noch wegfallen soll. Aber was ganz, ganz augenfällig ist, dass die Besserverdienenden, die wirklich sehr Reichen hier in Deutschland, letzten Endes von Lindner nicht angefasst werden. Das ist typisch FDP, die immer nur bei den Sozialprogrammen sparen möchte, aber bei den Reichen, bei den Superreichen in diesem Land nichts von deren Vermögen abschöpfen möchte. Also die können weiter in Saus und Braus leben und müssen keine Angst haben, dass sie vielleicht 0,25% Vermögenssteuer oder sowas zahlen sollen. Lindner sagt schlicht und ergreifend, das Einsparen beim Bürgergeld begründet sich damit, weil sich ja auch die Inflationsrate bessere und die sank im November 2023 auf 3,2%. Und in der Erhöhung des Bürgergelds zum Januar würden 9,9% einberechnet. Und deshalb müsse jetzt das Anpassungsverfahren nochmal geprüft werden. Letzten Endes sagt er auch, dass die Erhöhung des Bürgergelds nicht angemessen sei. Und ja, das ist so die tragende Begründung, warum Lindner hier jetzt an das Bürgergeld ran will. Aber Herr Lindner, unser Finanzminister, hat natürlich nicht mit der Attacke der SPD und der Grünen gerechnet. Die kam dann auch prompt und Hubertus Heil hat klipp und klar gesagt, mit ihm wird es eine Rückgängigmachung der aktuellen Anpassung nicht geben. Meine Damen und Herren, rechtlich auch ein ganz, ganz großes Problem. Das Bundesverfassungsgericht, ich habe davon berichtet, hat 2014 in zwei aktuellen oder damals aktuellen Urteilen zum Existenzminimum, zur Anpassung des Existenzminimums eine klare Rechtslage geäußert. Das ist sozusagen fortlaufende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und das sollte sich Herr Lindner bitte auch mal vor Augen halten. Denn was wäre denn die Folge dessen, wenn tatsächlich eine Kürzung des Bürgergeldes, der Anhebung des Bürgergeldes kommen würde? Dann würden Hunderttausende Bürgergeldempfänger, die davon betroffen wären, sofort Klage beim Sozialgericht einlegen. Diese ganze Geschichte würde dann bis zum Bundesverfassungsgericht hochgehen. Und was glauben Sie, wer hier die längere Nase oder sich die blutige Nase holen würde? Mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Herr Lindner, aber der dann möglicherweise auch dann nicht mehr Finanzminister einer Regierung ist, weil möglicherweise dann die FDP gar nicht mehr im Bundestag vertreten sein würde. Also meine Damen und Herren, Sie sehen, wo geht die Reise hin bei der FDP? Die FDP outet sich wie immer als Partei der Superreichen, als Partei derer, die wenig Steuern zahlen sollen, die Superreichen, und als Partei, die immer wieder die Abschaffung von Sozialmaßnahmen fordert. Ich finde das unsäglich und deshalb sollte man sich wirklich hier in Deutschland jetzt aktuell mal Gedanken darüber machen, ob diese Regierung langsam aber sicher beendet wird und hier eine andere Regierung an den Start geht. Ich halte es langsam aber sicher für nicht mehr tragbar, dass die FDP Teil dieser Regierung ist, weil die FDP auch immer wieder permanent nur rote Linien aufstellt. Und ich bin auch der Meinung, es gehört dazu, dass die ganz, ganz Reichen in unserem Land sich hier aktiv
mit ihrem Vermögen auch an dem Wohlstand der gesamten Bevölkerung mit beteiligen. Denn wir alle zahlen ja auch Steuern. Deshalb sollten auch die Superreichen letzten Endes auch ihren Anteil dafür zahlen, dass es den Ärmsten von uns auch tatsächlich ein bisschen besser geht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.